Hallo und guten Abend, liebe Fußballfreunde, zu Anpfiff am 1. Mai. Der Tag der Arbeit, das war auch das Motto für einen Teil der Profis aus der ersten Liga und für alle aus der zweiten Liga und natürlich auch für die Mitarbeiter der Sportredaktion von RTL Plus. Wir präsentieren Ihnen in den nächsten gut 60 Minuten 5 Berichte vom Fußball-Oberhaus und 2 vom Wartesaal der Glückseligkeit, also der zweiten Liga. Im Einzelnen erwartet Sie der VfB Stuttgart gegen Nürnberg, Eintracht Frankfurt gegen Homburg, Bochum gegen Mönchengladbach, Köln, Waldhof Mannheim, Kaiserslautern, Werder Bremen vom 32. Spieltag, das alles der ersten Liga und Aachen gegen Hertha BSC, da ist wohl das Haar unterwegs verloren gegangen, sowie Saarbrücken gegen Fortuna Köln. Und damit auch alle Eishockey-Fans ohne schlechtes Gewissen hier bei uns zusehen können, habe ich auch regelmäßig das Ergebnis vom entscheidenden Spiel bei der WM in Bern für Sie zwischen der Bundesrepublik und Norwegen. Im Moment steht es da 4:0 für die Bundesrepublik, also im Moment noch das Wunschergebnis, das reichen würde, um den Klassenerhalt zu sichern. Jetzt aber endgültig zu unserem ersten Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem Club aus Nürnberg. Der VfB auf Rang 6 der Tabelle ist wohl so etwas wie ein Verlierer dieser Saison. Die Meisterschaft musste schon recht frühzeitig abgehakt werden. Und seit der 2:0-Niederlage gegen Dortmund vor einer Woche, da ist auch der UEFA-Cup-Platz geplatzt. Nürnberg dagegen kann mit seinen 30 Punkten wohl für die nächste Saison in der ersten Liga planen. Und das mit einem ehemaligen Stuttgarter. Denn in der neuen Saison, da wird ja Ari Hahn, der ehemalige Trainer der Stuttgarter, dann den entlassenen Hermann Gerland ersetzen. Aus Stuttgart meldet sich jetzt Eugen Kraus. Ja, ein paar Informationen hat mir Andreas Diek noch übergelassen. Zum Beispiel die strahlender Sonnenschein im Stuttgarter Neckarstadion sowie ein strahlender Guido Buchwald, der für seinen 200. Bundesliga-Einsatz nicht nur mit einem warmen Händedruck des VfB-Präsidenten, sondern auch mit einer 3-Liter-Flasche Untertürkheimer Trollinger bedacht wurde. Das ist jetzt kein Untertürkheimer Trollinger in der Mitte, der Mann, der aussieht wie Boris Becker. Das ist Matthias Sammer, der in der kommenden Saison für den VfB spielen wird, der DDR-Auswahlspieler. Und eben dieser VfB gleich offensiv zu Beginn, die 6. Spielminute. Sigurd Winsson mit links, mit seinem starken Fuß. Und Andi Köpke wird, so sieht es zumindest aus, zu einer Parade gezwungen. Aber hier in der Zeitlupe sehen wir, Thomas Brunner zieht es vor, seinem Mann, seinem Tormann, das Leder aus der Hand zu spielen und zur Ecke zu klären. Dieselbe wird hereingegeben von Fritz Walter auf Sigurd Winsson. Wieder zurück aus Walter. Dann die Flanke, diesmal mit links. Etwas Verwirrung im VfB-Stadion. Und dann Gaudino versucht sich mit einem Distanzschuss, aber er scheitert ebenso wie zuvor Sigurd Winsson. Die Chance für den VfB noch nicht vorbei. Einwurf Schnalke. Und dann Karl Alge war mit im Kopf und nun endlich hat Köpke den Ball sicher. 3 Chancen für den VfB, ein vielversprechender Auftakt für die Schwaben. Aber auch die Nürnberger wollten zeigen, dass sie Fußball spielen können. Der Tabellenachte, wie gesagt, 30 Punkte, das wird wohl reichen. Eigentlich ging es in diesem Spiel um nichts mehr. Hier Frank Thür auf Marc Oechler und Eike Immel ist raus, aber Oechler vorbei. Ja, beide Mannschaften bemühten sich hier, guten Fußball zu zeigen, obwohl es, wie gesagt, kaum noch um etwas ging. Aber bei dem schönen Wetter, das machte wohl auch Spaß, Fußball zu spielen. Mannschaftskapitän Brunner mit einem Fehlpass. Fronzek dazwischen aus der eigenen Linie. Spurtet er los und dann ein strammer Schuss. Man weiß ja, Fronzek kann schießen. Das zeigte hier auch. Das soll es dann auch schon gewesen sein aus der ersten Halbzeit. In der Pause dann ein kurzes Statement des zukünftigen Stuttgarters Matthias Sammer. Ich muss sagen, es sind auch ein paar Torchancen dabei gewesen und so. Ich muss sagen, ich bin mit dem Niveau eigentlich zufrieden. Wir haben das Spiel von beiden Seiten also recht gut gefahren. Ihr Tipp, wer wird gewinnen? Ich hoffe natürlich, dass mein VfB Stuttgart gewinnen wird. Ich habe es gehört. Mein VfB Stuttgart, er hat sich also gut eingelebt. Der Matthias Sammer, obwohl er noch ein Pflichtspiel, glaube ich, für die Dresdner zu absolvieren hat. Und sein VfB Stuttgart schickte sich dann an in der zweiten Halbzeit.
die Tore zu schießen. Und hier Verwirrung im Strafraum und dann wieder Fronzek. Ja, da brannte es lichterloh im Nürnberger Strafraum. Aber die Stuttgarter schafften es nicht, den Ball im Tor von Andi Köpke unterzubringen. Trainer Willi Entenmann schüttelt den Kopf. Ein anderer hält den Kopf hin. Und der heißt Manfred Schnalke. Die 59. Minute. Das 1:0 für den VfB. Und da kann Trainer Entenmann dann beruhigt in die Hände klatschen. Noch einmal Freistoß von Allgöwer. Genau hineingezirkelt. Und da steht Manfred Schalke. Der Ex-Marbacher ist ja seine erste Bundesliga-Saison und genau in den Winkel. Keine Chance für Nationaltorwart Andreas Köpke. Dieses Tor war dann so eine Art Startschuss für den VfB, nun aus den vielen Chancen auch Tore zu machen. Was in den nächsten 10 Minuten sich hier abspielte, im Stuttgarter Neckarstadion. Man kann gar nicht so schnell hinterherkommen. Hier schon das 2:0. Nur 3 Minuten später die 62. Minute. Ein glücklicher Treffer für die Stuttgarter. Die Nürnberger bekommen den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Andi Köpke irrt im Strafraum herum. Und dann Fronzek spitzelt den Ball mit dem rechten Fuß. In dieser Einstellung werden wir es noch besser sehen. Ins lange Eck. Das wollte er wahrscheinlich selber gar nicht so genau. Es sollte wohl eher ein Pass sein. Hier sehen Sie es gleich nochmal. Fronzek mit der Fußspitze. Gewollt war es nicht, aber gekonnt. 2:0 für den VfB. Der weiterhin drückte. Dann gibt es hier eine Ecke. Köpke greift nicht richtig nach dem Ball, dafür aber nach dem Gegner. Das ist Fritz Walter, der sich aber schnell erholte. Und dann die Ecke hereingegeben von Sigurd Winsson. Und da steht, und jetzt muss ich mal nachschauen, wie der gute Mann heißt, Eyjolfur Sverrisson, ein schwerer Name, aber ich glaube, ich habe es einigermaßen hinbekommen, der in der 52. Minute für Peter Rasmussen kam und da steht der Gold richtig. Andi Köpke sieht hier nicht sehr glücklich aus beim Herauslaufen. Normalerweise muss er den Ball haben, er hat ihn nicht. Dafür eben besagte Eyjolfur Sverrisson. 3:0, die 67. Minute und der Torreigen sollte weitergehen. Sigurd Winsson auf Maurizio Gaudino. Auch sehr beweglich heute. Ja, und dann Fritz Walter. Ein schulmäßiger Angriff über die linke Seite. Die gesamte Nürnberger Abwehr konnte einem jetzt schon leid tun. Da griff keiner mehr richtig ein. Nur Fritz Walter. 4:0 in der 71. Minute. 4 Tore innerhalb von 10 Minuten. Da war natürlich was los im Stadion. Fritz Walter geht. Er hatte gut gespielt. Und das Publikum verabschiedete ihn auch. Mit entsprechendem Beifall. Was hatten die Nürnberger zu bieten? Nun, diese eine Chance aus der zweiten Halbzeit. Das ist Thomas Klein. Und Eike Immel mit einer Glanzparade kriegt den Ball auf den Handschuh. Kann retten. Und es blieb demnach beim 4:0. Interimstrainer Lieberwirt schüttelt den Kopf. Ja, seine Nürnberger sind in der zweiten Halbzeit hier wirklich mit fliegenden Fahnen untergegangen. Kurz vor dem Schluss dann nochmal der VfB mit Maurizio Gaudino. Lässt hier Stefan Kuhn schön aussteigen und dann Köpke mit einer Glanzparade. Da macht er seinen Fehler wieder gut, hält den Fuß hin. Ja, und als letzter dann besagte Ari Hahn, ihm gehört das letzte Wort in diesem Spiel, dem Ex-VfB und Neu-Nürnberger. Ja, natürlich, wenn man auf der Tribüne ist, eine Beziehung zu das, was da unten abläuft. Ich kenne erstmal die Jungs jetzt von der VfB immer noch besser, wie jetzt die neuen Jungs bei Nürnberg. Die habe ich jetzt ein paar Mal beobachtet. Habt aber noch nicht mitgearbeitet und hier und da ein paar Sätze gesagt, aber das war dann alles. Ach, vom Gefühl her sage ich, die Beziehung ist noch immer da, aber die Spannung ist nicht mehr da. So, vielen Dank an Eugen Kraus, der mir genau noch 50 Minuten Sendezeit lässt. Es geht bei uns jetzt weiter mit der Partie Frankfurt gegen Homburg. Laut Eintracht-Trainer Berger fehlt genau noch 1%, um den UEFA-Cup-Platz zu sichern für die Frankfurter. Und dieses 1%-Pünktchen sollte heute möglichst ohne große Probleme erreicht werden im Spiel gegen Homburg. Zu den Homburgern, da muss und kann man nicht mehr allzu viel sagen. Bei einem Punktverlust heute, da wäre natürlich auch die allerletzte theoretische Chance zur Rettung dahin. Reporter im Waldstadion ist Christian Sprenger. Tja, und vielleicht hatte dieses Bild hier Symbolwert heute für Homburg. Der Untergang aus der ersten Liga. Nun jedenfalls die Mannschaft in
der grünen Spielkleidung machte der Eintracht das Leben nicht leicht. Die Frankfurter mussten heute auf Heinz Gründel verzichten. Er hatte die vierte gelbe Karte gesehen. Für ihn dieser Mann hier im Spiel, Thomas Lasser, 20 Jahre alt. Das ist Uwe Bein. Stefan Studer. Weber. Aber keine Gefahr für Hansi Gundelach. Gundelach, das ist ja pikant, gehört ja eigentlich der Eintracht aus Frankfurt. Er ist nur ausgeliehen an die Lenzelf aus Homburg. Wieder Studer. Und das ist Oliver Westerbeek. Die Homburger, sie versteckten sich nicht, obwohl sie nicht mehr an den Klassenerhalt glaubten. Oliver Westerbeek, ja, wer hätte das gedacht? Die 1:0-Führung für das Schlusslicht bei der Eintracht in Frankfurt. Oliver Westerbeek, sein zweites Saisontor. Und da das Ganze so überraschend kam, auch für die 14.500 Besucher hier, schauen wir uns es natürlich noch einmal an. Nochmal die schöne Vorlage. Lasser kommt zu spät und Uli Stein hat keine Chance. Die 22. Minute immer wieder über links vorgetragen, das Frankfurter Spiel über Stefan Studer. Manni Binz. Und da fliegen sie allesamt am Ball vorbei. Zuletzt der Unglücksrabe Ralf Weber. Die 34. Minute. Andreas Elgut. Und es gibt einen von drei Eckstößen für die Homburger. Aber keine Gefahr für Uli Stein. Die Fans nicht gerade begeistert. Charlie Körbel gewinnt hier dieses Duell der Oldtimer mit 35 Jahren hier und heute auf dem Platz. Schöner Konter der Eintracht, aber Manfred Binz einmal mehr im Pech. Ansonsten verdiente sich Binz heute eine Bestnote. Der Trommler hier im Gegensatz zu dem in Gladbach ganz, ganz leise. Zur Freude wohl von Jörg Berger. Wieder Falkenmeier, die Flanke nach innen. Nachschuss, aber das war's zur Pause. Und dieses Bild hier, das spricht wohl für die ersten 45 Minuten. Jörg Berger reagierte danach. Er brachte für Thomas Lasser eine dritte Spitze, nämlich Lothar Sippel. Da ist er auch schon am Ball. Aber Björn Andersen, ihm gelang heute nicht allzu viel. Wieder Sippel. Er fügte sich gut ein in die Mannschaft, brachte Schwung nach vorne. Bein schön abgelegt auf Binz. Und dann ist es der viel umjubelte Ausgleich in der 58. Minute. Hochverdient, denn bis dahin hatten die 14.500 dann doch Einbahnstraßenfußball gesehen. Der Kasten von Hans-Jürgen Gundelach unter Dauerbeschuss. Die Frankfurter wollten natürlich mehr als nur ein Unentschieden. Wieder Jörn Andersen. Falkenmeier. Aber Gundelach, er zeichnete sich gegen seine ehemaligen Kollegen heute ein ums andere Mal aus. Uwe Bein. Einer von vielen schönen Pässen
Aber auch Dieter Eckstein, der übrigens heute neben Hans-Jürgen Gundelach die gelbe Karte sah, kommt hier einen Schritt zu spät. Von Homburg in der zweiten Hälfte wenig zu sehen. Und immer wieder Lothar Sippel. Vielleicht hätte Jörg Berger ihn wirklich von Anfang an aufstellen sollen. Hier gibt es Freistoß durch Schiedsrichter Rubel aus Bayern, Uwe Bein. Aber einmal mehr Gundelach und Jörg Berger sichtlich unzufrieden. Wieder Bein, Sippel, immer noch Sippel. Und da wird er umgerissen, aber kein Elfmeter. Wir schauen uns das Ganze hier noch einmal an. Die Entscheidung des Schiedsrichters völlig korrekt. Es blieb am Ende beim 1:1. Keiner so recht damit zufrieden. Wir geben zurück vom Main an den Rhein. Anscheinend macht der schon sichere Abstieg noch ungeahnte Kräfte frei bei den Homburgern. Ganz erstaunlich. Als nächstes noch einmal der Hinweis für alle Eishockey-Freunde. Sie verpassen nichts, Sie brauchen also nicht umzuschalten. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden. Es steht nach wie vor 4:0 für die bundesdeutsche Mannschaft im Spiel gegen Norwegen. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Spiel, für das wohl das größte Interesse besteht, nämlich der Abstiegsknüller zwischen Bochum und Mönchengladbach. Für beide Mannschaften, da geht es um alles oder nichts, aber die Voraussetzungen sind doch ganz unterschiedlich. Die Gladbacher reisen durch den 2:1 Erfolg über Frankfurt natürlich mit großem Selbstvertrauen an. Für die Bochumer dagegen sieht es so kritisch aus wie noch nie in ihrer Bundesliga-Zugehörigkeit. Deswegen lautet auch das Motto von Trainer Saftig heute, da geht es für uns um Sieg oder Abschuss. Burkhard Weber meldet sich aus dem Ruhrstadion. Das große Zittern hat in Bochum also begonnen nach der unglücklichen Niederlage vor 3 Tagen in Nürnberg. Fuhr die Mannschaft sofort in ein Bochumer Hotel und wurde bis zum heutigen Anpfiff kaserniert. Vielleicht das letzte Allheilmittel, denn Reinhard Saftig hat das Ziel klar abgesteckt aus den letzten 3 Spielen. Heute gegen Gladbach, dann in Homburg und am letzten Spieltag gegen Karlsruhe müssen 5 Punkte geholt werden. Der VfL von links nach rechts, Uwe Wegmann mit einem Freistoß nach 3 Minuten. Und ich glaube, so hat sich Reinhard Saftig den Auftakt hier heute Abend vorgestellt. 40.000 Zuschauer im Ruhrstadion. Das Spiel wurde mit 10-minütiger Verspätung angepfiffen. Thomas Kempe stoppt kurz und dann Uwe Wegmann mit seinem 6. Saisontreffer bringt er die Bochumer mit 1:0 in Führung. Und so erlebte Bochums Trainer Reinhard Saftig den Führungstreffer seiner Mannschaft. Mit Reacek, Leifeld und auch Benatelli gingen 3 Bochumer Spieler angeschlagen in diese Partie. Sie mussten, wie es so schön heißt, zuvor fit gespritzt werden. Wieder der VfL. VfL Bochum muss man ja sagen. Und dann eine recht strittige Situation. Die Herren in Schwarz entschieden hier auf Abseits. Gladbachs Trainer Gerd vom Bruch außer sich. Ja, die Nerven liegen im Kampf gegen den Abstieg halt blank. Dann eine Chance für die Gäste. Christian Hochstetter, eine sogenannte hundertprozentige Möglichkeit. Ja, dieser Ball hätte eigentlich im Tor des VfL Bochum sein müssen. Und Gerd vom Bruch sah dies so, er kann es nicht fassen. Ja, und dann die Lachnummer oder besser gesagt die Schwalbe des Tages. Aufgepasst. Das war schon bühnenreif, Herr Leifeld. Ein Gegenspieler sollte bei einem so spektakulären Fall allerdings schon in der Nähe sein. Klinkert berührt den Bochumer Spieler überhaupt nicht. Schiedsrichter Heidmann zückte sofort gelb für den Bochumer. Es war die 4. in dieser Saison und damit fehlt der Torjäger seiner 11 am Samstag in Homburg. Dann wieder
Hochstetter. Ja, Christian, zum zweiten kann man da wohl sagen. Zweimal hatte der Mannschaftskapitän den Ausgleich auf dem Fuß. Hier die schöne Vorarbeit von Hans-Jörg Kriens. Und da hätte der gute Wessels im Bochumer Tor wohl keine Möglichkeit mehr gehabt. Ja, und nach der Schwalbe des Tages, das war, wenn man so will, der Volltreffer des Tages. Der Leidtragende heißt Stefan Effenberg, der Kunstschütze, wenn man so will, Thomas Kempe. Stefan Effenberg konnte aber weiterspielen. Ehefrau Martina wird es gerne hören. Tja, good luck für den VfL Bochum. Nicht so für Frank Benatelli, er musste dann doch ausgewechselt werden. Die Spritze hielt nicht allzu lange vor. Für ihn kam Thorsten Legert. Ecke Bochum, Reacek bringt den Ball hinein und dann ist Uwe Leifeld, der Torjäger vom Dienst in Reihen des VfL Bochum zur Stelle. Er markiert nach 35 Minuten das 2:0. Noch einmal die Hereingabe von Reacek, dann steigt Uwe Leifeld am höchsten. Und keine Möglichkeit für Uwe Kamps. Thomas Aichin sieht auch nicht gut aus. Der 10. Treffer des Ex-Münsteraners Uwe Leifeld. 120 Sekunden nach dem 2:0, die Borussia mit einem schönen Spielzug. Christian Hochstetter zum dritten und diesmal schafft er es endlich. Überwindet Bochums Torhüter Andreas Wessels. Das 1:2 nach 37 Minuten. Ich habe es gerade schon gesagt, 40.000 Zuschauer heute Abend im Ruhrstadion. Ich nehme an, es werden noch rund 10.000 bis 15.000 Fans der Borussia aus Mönchengladbach dabei gewesen sein. Es war der 6. Saisontreffer von Christian Hochstetter, der also doch noch sein Tor gemacht hat. Das war auch der Halbzeitstand im Ruhrstadion. Bis zu diesem Zeitpunkt kein hochklassiges Spiel. Beide Teams wirkten sehr verkrampft. Im Abschluss fehlte oftmals die notwendige Ruhe, die Abgeklärtheit. Aber im Kampf gegen den Abstieg, da wird das Spiel mit dem Ball oftmals zum Spiel mit den eigenen Nerven. Und diesem Druck sind halt nicht alle Akteure gewachsen. Thomas Aichin, hier sehen wir so eine Möglichkeit. Sind es die Nerven, die dem Spieler da einen Streich spielen? Wessels bewahrt seine Elf vor dem Ausgleich. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Uwe Leifeld, sehr schön auf Stefan Kohn. Aber der zögert. Ein Schuss ohne Herz, da muss er doch draufhalten. Das war nichts Halbes, nichts Ganzes. Die Möglichkeit vertan, der anschließende Eckball. Wieder Stefan Kohn mit dem Kopf und Uwe Kamps mit seinen Vorderleuten zu Recht nicht zufrieden. Dann war wieder die Borussia an der Reihe. Ein Spiel voller Dramatik. Stefes, Hochstetter mit der Hacke. Straka erwartet auch wieder viel zu lang und dann ist noch Wessels mit den Fingerspitzen am Ball. Bochum jetzt mächtig unter Druck. Die entsprechende Aufforderung, sich dagegen zu stemmen, folgte auf dem Fuß. In der Zwischenzeit kamen bei Gladbach Spieß für Huschbeck und Bierhoff für Meier, bei Bochum Ridder für Kohn. Seit dem 9. Oktober 1982 hat der VfL Bochum ja zu Hause nicht mehr gegen Mönchengladbach gewonnen. Freistoß Hochstetter. Linkert, weit aufgerückt, der defensive Mann aus Mönchengladbach, aber Wessels. In der zweiten Hälfte spielte eigentlich nur noch die Elf von Gerd von Bruch. Bochum hielt toll dagegen, die letzte Möglichkeit jetzt für die Gladbacher. Aber da kommt Thomas Aichin nicht mehr an den Ball. Und dann kurz vor dem Ende, da spielten dem Gladbacher Jörg Neun noch einmal die Nerven an den Streich. Aber er sah nur die gelbe Karte von Schiedsrichter Heidmann. Und dann die letzten Sekunden für Reinhard Saftig, reine Nervensache. Er wartet förmlich auf den Schlusspfiff. Wie ein Tiger im Käfig. Er weiß nicht, wo er hin soll. Und dann endlich die Erlösung. Der VfL Bochum schlägt Borussia Mönchengladbach in einem dramatischen Spiel mit 2:1. Und er kämpft sich damit zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und hier das Restprogramm der beiden Mannschaften. Der VfL muss noch nach Homburg, empfängt den KSC.
Gladbach zu Hause, den VfB muss nach Uerdingen. Ich meine, für beide Teams lösbare Ausgaben, das sollte aus dem Ruhrstadion gewesen sein. Zurück nach Köln. Wir geben unser Bestes, wollen gewinnen. Mit Ausdauer und Fitness Erster sein. Nesfit bringt die Leistung und auch die Kraft. Nesfit! Nesfit für Ausdauer, Kraft und Fitness. Und du hast's geschafft! Der neue Mazda 626 bietet viele Vorteile. Er beeindruckt durch Leistung und das Gefühl von Stabilität in Kurven und auf Geraden. Und dann natürlich sein Styling. Schönheit, die auf den ersten Blick gefällt. Sehen Sie ihn sich genau an. Sie werden ihn wiedersehen. Auf Wiedersehen im Mazda 626. Heute sprechen wir nochmals über korrektes Verhalten beim Tennis. Fangen wir an. Also, schlagen Sie niemals zu hart. Beim Tennis ist konservative Kleidung Pflicht. Vermeiden Sie Überreaktionen. Vielleicht sollten wir das wiederholen. Wenn Kaltes Ihre empfindlichen Zähne wie ein Blitz trifft. Oder Heißes. Dann nehmen Sie dagegen Sensodyne. Zahncreme gegen empfindliche Zähne. Auch mit Fluor gegen Karies. Fragen Sie Ihren Zahnarzt. Sensodyne. Tägliche Zahnpflege für schmerzempfindliche Zähne. Sie abbauen, baut Isostar Sie wieder auf. Isostar, der schnelle isotonische Durstlöscher. kW, 177 PS starke Omega 3,0i. Mit seinem DSA-Sicherheitsfahrwerk fährt er praktisch wie auf Schienen. Der Opel Omega. Technik, die begeistert. In der Fußball-Bundesliga, da ist der Abstieg ja noch nicht entschieden, wohl aber bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Bern. Der Absteiger heißt Norwegen. Die deutsche Mannschaft hat es also tatsächlich noch geschafft, hat das Spiel mit 4:0 gewonnen, also genau dem Ergebnis, das nötig war, um den Klassenerhalt noch zu sichern. Glückwunsch von hier aus in die Schweiz. Bei uns geht es jetzt weiter mit Köln gegen Mannheim. Bei den Kölnern, da heißt das Ziel jetzt, nach der verpassten Meisterschaft und dem Sichern des UEFA-Cup-Platzes, noch einmal angreifen, um wenigstens die Vizemeisterschaft zu erreichen. Bei Mannheim geht es dagegen ums sportliche und ebenso nackte Überleben. Auch vor dem Spiel gegen Köln hatte man bei Waldhof nichts zu lachen. Nicht weniger als 10 Spieler fehlten Trainer Sebert. Ich hoffe, wenigstens Uli Potowski war da, um von dem Spiel zu berichten. Große Personalprobleme beim SV Waldhof Mannheim. Der Trick, einen gleich zweimal spielen lassen. Frank Hauen mit der 6 und der 8. Das ein Fehler, natürlich mit der 8 lief Peter Lux auf. Aber in der Tat, 10 Spieler fehlen dem SV Waldhof Mannheim zurzeit. Wichtige Leute wie Uwe Freiler, Torhüter Zimmermann, Gerd Deiss, Zionanis, Svetkovic.
die Mannschaft also mit großen Problemen. Und in den letzten 5 Auswärtsspielen 0:10 Punkte, 1:12 Tore, das spricht eine deutliche Sprache. Die 4. Minute, Ecke, Ordenewitz und Falko Götz ist da. Ein Auftakt nach Maß, so sagt man ja wohl immer. 1:0 für den ersten FC Köln. Erwartet hatte man eigentlich von den Gästen aus Mannheim Kampf, bedingungslosen Kampf. Aber schon in den ersten Minuten zeigte sich, diese Mannschaft ist zurzeit in einem desolaten Zustand. 1:0 also für den ersten FC Köln. Nach 4 Minuten Falko Götz, sein 6. Saisontreffer. Gemächlich, aber zielstrebig der Spielaufbau beim ersten FC Köln. Mit der Nummer 3, das ist Frank Reiner. Und Eckball für den ersten FC Köln. Das Ganze in der 8. Minute. Pierre Littbarski, aufgepasst, Fehler vom Schlussmann von Andreas Klaus. Und dann ist Ralf Sturm da. Er bringt den Ball über die Linie, 2:0 nach 8 Minuten. Damit war dieses Spiel natürlich schon entschieden. Noch einmal das Herumirren von Andreas Klaus im 5-Meter-Raum. Und das 2:0 für den ersten FC Köln. Ralf Sturm, sein 8. Bundesliga-Treffer. Die wenigen Fans mit diesem Auftakt natürlich sehr zufrieden. Pierre Littbarski konnte heute im Mittelfeld schalten und walten, wie er wollte. Paul Steiner, schöner Pass über 30 Meter. Ike, genannt auch Hessler, schön auf Olaf Jansen. Knapp vorbei, aber ein wunderschöner Spielzug. Das forderte den Beifall förmlich heraus. Dann kamen die Mannheimer doch etwas frecher vor das Tor des ersten FC Köln. Ordenewitz war das mit der schlechten Kopfballvorarbeit. Dann ist das Bernd Schindler und Siebrecht mit einem Kopfball aus 16 Meter Entfernung. Und Bodo Ilgner zeigt, warum er in Deutschland die Nummer 1 ist. Sturm im Wettlauf mit Markus Wörns. Da tanzt er ihn förmlich aus. Die Gefahr nicht beseitigt. Paul Steiner schön die Seite verlagert. Ordenewitz. Und einmal mehr eine Chance für den ersten FC Köln, der wirklich gut spielen konnte an diesem Abend. Allerdings ohne große Gegenwehr, wie gesagt, die Gäste aus Mannheim. Dann ist es Frank Haun, der frei durch ist. Aber Bodo Ilgner verhindert den Anschlusstreffer für den SV Waldhof Mannheim. Es bleibt also beim 2:0. Karl-Heinz Bührer da mal kurz am Ball gewesen. Ganz selten, dass man ihn in Aktion sah. Dann Güttler, wieder Ilgner, Siebrecht noch einmal. Na, das waren wenigstens ansatzweise Torchancen für den SV Waldhof Mannheim. Was soll man machen? Die Geste der Mannheimer. Christoph Daum in dieser Phase aber nicht ganz zufrieden mit dem FC. Dann Andreas Fellhauer. Schießt mal aus 20, 25 Metern und einmal mehr eine gute Aktion von Bodo Ilgner. Günter Sebert erfasst sich an den Kopf. Der Halbzeitstand 2:0 für den ersten FC Köln. Viele hatten gefordert, er solle sich doch selbst aufstellen. Am Tag der Arbeit musste er die Linien nachziehen. So ist das, wenn man städtischer Angestellter ist. Die zweiten 45 Minuten. Thomas Hessler gut gesehen. Falko Götz mit ein bisschen Glück, das 3:0. Hier zeigt das an, 2 wollte ich heute machen, 2 Tore. Das war schon sein 2. Treffer an diesem Abend. 52. Spielminute. 7. Saisontreffer von Falko Götz. Und die Zuschauer erwarteten jetzt ein Schützenfest und sie bekamen es auch. Das war ein Kopfball von Rudi und eine gute Faustabwehr von Thomas Frank. Aber der darf das nicht, weil er Feldspieler ist. Und Sie werden es nicht glauben. Herr Kriegelstein aus Berlin zeigte auf den Elfmeterpunkt. Noch einmal, auch hier sieht der junge Schlussmann Andreas Klaus nicht gut aus. Pierre Littbarski, 63. Minute, 4:0. Littis, 8. Saisontreffer. Keine Chance hier für Andreas Klaus.
Das Lied ging einem schon beinahe auf den Wecker und dann, ja, haut er sich das Ding auch noch selber rein. Andreas Klaus nach dem Eckball von Pierre Littbarski. Und da lachen sie sich fast kaputt. Der Torhüter konnte einem leid tun. Littis Ecke. Dann ist der Falco Götz da, aber im Prinzip haut er sich das Ding selber rein, der Andreas Klaus. 5:0 für den ersten FC Köln nach 65 Minuten. Das war schon bitter für die Mannheimer. Aber das war noch nicht alles. Na, eins mache ich noch, will er hier wohl sagen, der Falco Götz. Und Günter Seber, das Denkmal, wie sie ihn in Mannheim nennen, er konnte einem wirklich leid tun. Wermutstropfen, Frank Rainer verletzte sich, aber nach ersten Informationen ist es nicht so schlimm. So kam auch Uwe Rahn noch zu einem Einsatz. Auch hier bei dieser Ecke sieht die Abwehr nicht gut aus. Littbarski, Falco Götz, er hat es ja versprochen, eins mache ich noch. 6:0, die 73. Minute. Das war auch der Endstand in Köln. Es wirkte manchmal wie ein Trainingsspiel, erstaunlicherweise dann doch noch 6000 Zuschauer bei einem Trainingsspiel. Aber Waldhof Mannheim wirklich desolat, so pflegt man wohl zu sagen. 6:0, ein sicherer Sieg für den ersten FC Köln. Und da ist das Lied wieder, kleiner Tanz von Falco Götz. Und Abschied nehmen muss demnächst einer, der heute Abend natürlich auch ganz passabel spielte, nämlich Thomas Hessler. Tschüss Thomas, man wird dich hier in Köln sicherlich sehr vermissen. Ein Autogramm zum Abschied. Und für Waldhof wird es ganz bitter. Nächsten Samstag dann die letzte Chance sozusagen zum Klassenerhalt im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und damit zurück zu Andreas Dieck. Und bei uns, da steht jetzt Kaiserslautern gegen Werder Bremen auf dem Programm. Eine Partie, die am 19. Mai noch einmal stattfindet, dann allerdings im Berliner Olympiastadion, wo nämlich beide Mannschaften um den DFB-Pokal kämpfen werden. Michael Pfad hat sich die Generalprobe auf dem Betzenberg angesehen. 34.000 Zuschauer pilgerten am Tag der Arbeit heute zum Betzenberg bei diesem tollen Wetter, um zu sehen, wie die Pfälzer das Abstiegsgespenst endgültig zum Teufel jagen wollten. Die erste Gelegenheit dieser munteren Bundesliga-Partie hatte der FCK, hatte Stefan Kunz mit dieser tollen Aktion, diesem Fallrückzieher nach der Flanke von Frank Lelle. Das Ganze aus der 5. Minute. Dass diese Begegnung durchaus Rasse hatte, lag aber auch an Werder. Zuletzt viel und berechtigt gescholten, aber heute durchaus engagiert. Ein Freistoß jetzt hier schnell ausgeführt von Windenrufer auf Manfred Bockenfeld. Und Gary Ehrmann heute mit einer starken Partie verhindert da die Führung der Bremer, das Ganze in der 8. Minute. Gerade in dieser Anfangsphase viel Tempo in der Partie. Die Lauterer übrigens ohne Demir Hotic und Werder ohne den am Knie verletzten Karl-Heinz Riedle. Und auch das sei einmal erwähnt, eine sehr faire Partie, nur eine gelbe Karte musste Schiedsrichter Assenmacher, der eine gute Partie zeigte, heute zeigen. Jetzt eine Ecke von Frank Lelle. Kopfballverlängerung, Friedmann, Labbadia und das Knie von Bockenfeld und es heißt 1:0 für den ersten FCK in der 12. Minute. Das sehen wir uns noch einmal an und jetzt sehen Sie, dass Manfred Bockenfeld derjenige ist, der den Ball vor Reck als letztes berührt und deshalb haben wir ihm diesen Treffer sozusagen anerkannt. Die Frage war, wie antwortet der Meister von 88, dem nur noch das Pokalendspiel am 19. Mai bleibt, um international dabei zu sein. Wir sind nur 180 Sekunden nach der Lauterer Führung. Ein Freistoß von Gunnar Sauer. Er bleibt ja nun in Bremen. Kopfstoß von Uwe Hartgen an das Metall und goldrichtig steht da Windenrufer. Und in der 15. Minute heißt es 1:1. Der 9. Saisontreffer des Neuseeländers. Auch er ja in den letzten Wochen, wie die gesamte Mannschaft von Werder, mit viel Schatten statt Licht. Aber hier, wie gesagt, steht er goldrichtig.
Dann war es zunächst einmal vorbei mit der Herrlichkeit am Betzenberg. 15 Minuten Leerlauf im Getriebe beider Teams. Und dann die Bremer. Uwe Hartgen, der heute ein gutes Spiel machte. Blick quer auf Wintonrufer, aber Gary Ehrmann, ich sprach es schon an, mit einer guten Leistung heute. Und dann klärt Reinhard Stumpf letztendlich diese Situation. Auch die nächste Chance gehörte den Bremern, die nun im Verlauf dieser ersten Halbzeit das bessere Team waren. Vorbei an Stumpf, da Uwe Hartgen, ein schöner Lupfer. Und da fehlte wahrlich nicht viel, die ganze Szene aus der 37. Minute. Fast kinderleicht marschierte da an Stumpf vorbei, der in der Halbzeit auch herausgenommen wurde von Kali Feldkamp, aber dann der Ball vorbei. Aber auch die Pfälzer hatten vor dem Seitenwechsel noch die Chance zur Führung. Frank Lelle, er machte vor allen Dingen in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel auf der linken Seite. Seine Flanke auf Bruno Labbadia. Aber der dann wiederum genau in die Arme von Oliver Reck. Es blieb bis zur Halbzeit bei diesem gerechten 1:1. Zur zweiten Halbzeit kam dann bei Werder Bremen Thomas Wolter für Gunnar Sauer. Und Kali Feldkamp schickte Axel Roos nach seiner Verletzungspause wieder dabei für Reinhard Stumpf auf das Feld. Und jener Axel Roos war dann nach Wiederanpfiff an einer sehr wichtigen Aktion seiner Elf beteiligt. Ein Solo von Marco Schupp, der wird dann nicht gehalten von Uwe Hartgen. Dann Roos, eben angesprochen, die Flanke aufs kurze Eck und ein tolles Tor nach dieser schönen Kombination. Abgeschlossen von diesem Mann, Markus Schupp. Das 2:1 in der 54. Minute. Oliver Reck bekommt da die Faust nicht mehr rechtzeitig hoch. Vielleicht blendete ihn auch die tiefstehende Sonne. Ich weiß auch nicht, warum er nicht wie Gary Ehrmann einen Sonnenschutz trug. Die Laola ging nun über den Betzenberg und bei den Bremern kam Frank Neubart für Marco Bode. Neubart nicht hundertprozentig fit. Eine Adduktorenverletzung macht ihm zu schaffen. Wie bereits in der ersten Halbzeit übernahm auch jetzt die Bremer das Ruder. Lautern ging so langsam die Puste aus. Wintonrufer, Missverständnis da zwischen Schupp und Hoos. Aber Uwe Hartgen kann diese große Gelegenheit in der 63. Minute nicht nutzen. Selten jetzt die Entlastungsangriffe für die Abwehr von Kaiserslautern. Jetzt einmal Frank Lelle, der schaut, sieht Bruno Labbadia am zweiten Pfosten und aufs Gebälk dieser schöne Kopfstoß des ehemaligen Hamburgers. Das Ganze in der 65. Minute. Dennoch, das Team mit den größeren Spielanteilen und Chancen kam nun von der Weser. Dieser Kopfstoß des Norwegers Rune Bratseth nach der Ecke von Manni Bockenfeld. Lautern aber immer wieder angetrieben von Kali Feldkamp an der Seitenlinie. Mobilisierte jetzt noch einmal die allerletzten Kräfte. Uwe Scher abgefälscht von Stefan Kunz, der in der zweiten Halbzeit stark nachließ. Das Ganze in der 83. Minute. Und das hier, das ist Werders direkter Gegenangriff nach dieser Chance. Uli Borowka mit viel Raum da auf der linken Seite schaut. Sieht Wintonrufer und er hat noch Zeit, wird nicht gestört von Hoos. Und in der 84. Minute das 2:2. Es blieb bei diesem insgesamt gerechten Remis 2:2 ein Resultat, das Kali Feldkamp später so kommentierte. Also kein Favorit fürs Pokalendspiel in Berlin. Und damit zurück zu Andreas Dieck nach Köln. Die Ergebnisse der heutigen Spiele auf einen Blick. Lautern gegen Bremen 2:2, Stuttgart-Nürnberg 4:0, Frankfurt-Homburg 1:1, Bochum-Gladbach 2:1 und Köln gegen Mannheim 6:0. Die übrigen Spiele dann morgen am Mittwoch. Die Tabelle sieht jetzt folgendermaßen aus. Bayern München natürlich weiter an 1, Köln
also zumindest für 24 Stunden, den Traum erfüllt von der Vizemeisterschaft auf Platz 2. Leverkusen, Frankfurt, Dortmund. Wir werfen einen Blick nach unten. Dort hat sich ja jetzt einiges getan durch die heutigen Spiele. Borussia Mönchengladbach jetzt 15. Düsseldorf bleibt. Waldhof macht natürlich den größten Sturz von 15 auf 17 und Schlusslicht bleibt Homburg. Wir kommen zur zweiten Liga mit der Begegnung zwischen Alemannia Aachen und Hertha BSC. Ein Spiel mit ganz besonderem Reiz, denn Aachens, der ehemalige Aachener Trainer Werner Fuchs, jetzt Trainer von Hertha BSC, trat mit seiner Mannschaft an, um hier möglichst die Meisterschaft perfekt zu machen, um also aufzusteigen. Andererseits würde natürlich ein Punktverlust oder gar eine Niederlage der Aachener bedeuten, dass sie unter Umständen immer näher in Richtung Amateur-Oberliga rutschen. Wilfried Mohren meldet sich aus Aachen. Kaiserwetter in Aachen mit Berlin, der Klassenbeste zu Gast. Dazu reduzierte Eintrittspreise, Faktoren, die 15.000 Zuschauer ein neuerliches Mal zu einem Schicksalsspiel auf den Tivoli zogen. Hertha BSC in blau-weißer Spielkleidung angetreten, hatte nach einer flauen Anfangsviertelstunde die erste Chance in dieser Partie. Das ist der frühere Rostocker Mittelstürmer der Hertha, Kruse. Und Fred Klaus vergibt. Wie gesagt, 15 Minuten am Tivoli gespielt. Und Berlin blieb zunächst am Drücker. Das ist Mischke, Gowitzke, Tochter, wie sie ihn in Berlin rufen. Und sie sehen es, die Herthaner immer einen Schritt schneller am Ball. Wieder Kruse. Fred Klaus. Und er versucht es auf eigene Faust. Erst danach kam die Alemannia, bei der sich Abstiegsangst und der Respekt vor dem großen Gegner zunächst leistungshemmend ausgewirkt hatten. Wir sind in der 18. Spielminute. Das ist Delzepich. Schneider. Schwache Abwehr und ein Schuss von Zimmermann. Glanztat von Junghans. Das ist der Schütze Eckbert Zimmermann. Eckball Aachen durch Trares. Wieder Fehler in der Berliner Abwehr und Schneider. Eine dicke Chance, nach gut 23 Minuten in Führung zu gehen. Und weiter die Alemannia. Lipka verstolpert allerdings hier. Gowitzke. Der schnelle Konter der Berliner über Halvorsen. Und in der Mitte lauert Gries. Der verpasst. Und das ist nicht Sue Ellen Ewing, sondern Frau Fuchs, die Gattin des Berliner Trainers, zeigte ihrem Mann an, wie es in Freiburg stand, zwischen Freiburg und Stuttgart, nämlich 1:0. Schlecht für Aachen, gut für Hertha. Und dann dieser Konter der Aachen. Wieder über Zimmermann. Und Delzepich, da fehlten nur Zentimeter, verletzte sich leicht. Der schwergewichtige Mann konnte aber weiterspielen. Halbzeitstand 0:0. Nach der Pause Aachen stürmisch. Trares, Junghans auf der Hut. Diskussion im Publikum, wird's noch reichen? Und dann wieder Zimmermann. Hier eine schwache Abwehr, neuerlich Trares. Und auch da fehlte nicht viel. Sie wissen schon, Frau Fuchs, immer noch 1:0 in Freiburg. Schlecht für Aachen, gut für Hertha. Einwurf Dämgen für die Alemannia. Und der Alemanne Brunner nahm sich vor, das Blatt für Aachen zum Positiven zu kehren. Trares, war es nun eine Flanke oder ein Torschuss? Wie dem auch sei, sichere Beute für Junghans. Dann Verblüffung beim Publikum, das Ehepaar Fuchs in inniger Umarmung. Der Grund für so viel Herzlichkeit war aber nicht die Einwechslung von Rusaev für Zimmermann, sondern die Vollzugsmeldung aus Freiburg, wo der Sportclub die Stuttgarter Kickers besiegt hatte. Herthas Aufstieg war damit unabhängig vom Ergebnis hier in Aachen klar. Theoretisch hätte man Aachen jetzt ein Gastgeschenk machen können, aber weit gefehlt. Gries, 85. Minute. Das 0:1. Die einzige Chance bis dahin im zweiten Durchgang für Hertha BSC.
Die Flanke von Sven Kretschmer und das 16. Saisontor durch Gries, ausgerechnet Theo Gries, werden die Aachener sagen, der lange hier am Tivoli gespielt hat. 100 Sekunden später. Viele Zuschauer waren bereits abgewandert. Dann diese Szene. Der Ausgleich durch Mikael Rusajew, der ins Spiel in der Zwischenzeit genommen worden war von seinem Trainer Eckhard Krautzun. 87 Minuten gespielt. Es sah ein bisschen nach einem Gastgeschenk der Berliner aus. Wie dem auch sei, kurz darauf war Schluss. 1:1 das Endresultat am Tivoli. Und das ist die Freude von Berlins Trainer Werner Fuchs über den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Die Fans der Hertha stürmten den Platz. Es wurde gefeiert, es wurde gejubelt. Aber es gab auch ein wenig Randal. Nachher ein kurzes Gespräch mit Hertha-Manager Horst Wolter. Ich will es mal so ausdrücken, Horst Wolter. Jans Berlin darf wieder eine Wolke sein. Trifft das den Kern? Ja, ich glaube schon, dass wir in Berlin sicherlich mit viel Freuden empfangen werden. In den letzten Wochen hat man es gespürt, dass ganz Berlin eine für sich nun diesen endgültigen Aufstieg entgegenfiebert. Heute haben wir es klar gemacht. Ich werde gleich zur Mannschaft, das ist eine riesengroße Freude. Eine Spannung ist von allen gewichen. Und ich freue mich jetzt auf die letzten drei Spiele, die folgen. Ich kann jetzt in Ruhe arbeiten, kann planen, kann vorbereiten für die erste Liga. Eine schöne Aufgabe. Der Gegentreffer zum Schluss noch sah so ein bisschen aus wie ein Gastgeschenk noch vom ehemaligen Aachener Trainer an seine ehemaligen Kollegen. Denn die haben es bitter nötig. Ja, aber das war es mit Sicherheit nicht. Es war vielmehr ein bisschen Unaufmerksamkeit. Wir erkannten das Ergebnis dann aus Freiburg. Wir wussten Bescheid. Wir wussten, dass wir aufgestiegen waren. Und da sind vielleicht schon 2-3 Minuten zu früh an und für sich bei einigen die Klappen gefallen. Das ist menschlich, ich kann es verstehen. Wir freuen uns natürlich auch für die Hertha und ich freue mich für meinen Kollegen Wilfried Mohren, denn der kann jetzt ab und zu nach Berlin fahren, da ist er nämlich sehr gern. Aachen muss dagegen jetzt weiter zittern, Hertha also Meister, Aachen Entscheidung für Aachen nächstes Wochenende dann beim Spiel in Münster. Zu unserem letzten Spiel für heute, Saarbrücken gegen Fortuna Köln. Durch das überraschende 2:0 der Saarländer in Wattenscheid am Wochenende, da hat sich der FCS so langsam wieder an den Relegationsplatz herangepirscht. Und um sich dort festzusetzen, da sollte der Gast aus Köln heute möglichst ohne Punkt wieder nach Hause geschickt werden. Andreas Spellig aus dem Ludwigspark. Die eh schon schwere Auswärtsaufgabe in Saarbrücken wurde den in Rot gekleideten Fortunen noch weiter erschwert. Kapitän der Kupe fehlte wegen der vierten gelben Karte. Und gleich zu Beginn die Chance für die Saarbrücker in Führung zu gehen, die übrigens unverändert im Vergleich zum letzten Spiel in Wattenscheid antraten. Zweite Ecke, Kurt Knoll. Der Ball geht raus zu Eugen Hach. Der flankt auf Venatifuhle und sein Kopfball nur ans Netzgestänge. Ein furioser Auftakt. Nur eine Minute später. Und Jarecki kann im letzten Augenblick vor Thomas Epp wegfausten. Diese erste Viertelstunde war die Sturm- und Drangphase der Saarbrücker. In der Kölner Abwehr lief nicht viel zusammen. Der Ball konnte einfach nicht aus der Gefahrenzone herausgebracht werden. Und die erste Viertelstunde ist immer noch nicht vorbei. Kurt Knoll, der heute überragte, Hereingabe. Und passen Sie auf, Epp zum ersten, Jeboa zum zweiten und Hörnerbach zum dritten. Unglaublich, dass der Ball nicht im Netz untergebracht werden kann. Solche Riesenchancen, die nicht genutzt werden, können sich rächen. Nochmal die Zeitlupe, die Hereingabe von Knoll. Jarecki rettet gegen Epp. Jürgen Niggemann rettet gegen Jeboa. Und Jarecki rettet zum zweiten Mal gegen Hörnerbach. Es blieb beim 0:0. Fortuna-Chef und Mäzen Jean Löhring will ja in der Saison 91-92 unbedingt erstklassig sein. Und hat aus diesem Grunde in dieser Woche Andreas Trautmann, Matthias Döschner und Hans-Uwe Pilz von Dynamo Dresden verpflichtet. Und bei diesem Gegenangriff der Fortunen faustet Alfred Wahlen den Ball außerhalb des 16-Meter-Raumes weg. Gut erkannt von Schiedsrichter Osmas, da gibt es natürlich Freistoß. Und den tritt Andreas Brandz durch die Beine von Seufert und Thorsten Bolzek maßgenau ins Eck. Das überraschende 1:0. Für die Kölner, die Rache für die Saarbrücker vertanen Chancen folgte auf dem Fuße. Und Bolzek, in der letzten Zeit häufig kritisiert, erzielte damit seine Saisontreffer Nummer 13. Doch der Kölner Jubel über das Führungstor währte nur kurze Zeit.
Nach dieser Flanke von Kurt Knoll steigt Yeboah am höchsten und der Ausgleich. Das 1:1 im direkten Gegenzuge. Die Flanke von dem überragenden Knoll. Thomas Epp springt vorbei. Und Yeboah setzt sich gegen Peter Ritter durch. Es war sein 17. Saisontreffer. Und das direkt im Anschluss an das Kölner Führungstor. Heiße Minuten im Saarbrücker Ludwigsparkstadion. Das ist der Fuß von Venatil Fuhl. Er knickte um, konnte aber mit diesem Spezialverband über dem Schuh weiterspielen. Und wieder ein Kopfball von Yeboah, knapp am Gehäuse vorbei. Der Mann aus Ghana mit 1,84 Meter besitzt er eine ungeheure Sprungkraft. Dann war Halbzeit ein glückliches 1:1 für die Fortunen, denn die höheren Spielanteile besaßen die Gastgeber. Doch Jupp Tenhagen schien seiner Mannschaft in der Kabine eine Überrumpelungstaktik vorgegeben zu haben. Andreas Brandts Konter. Und das 2:1 für die Kölner. Kein Abseits von Brandt. Auch wenn reklamiert wurde, Schiedsrichter Osmars sah passives Abseits von Seufert und ließ eigentlich zu Recht weiterspielen, was natürlich hinterher zu hektischen Diskussionen führte. Doch es stand 2:1 für Köln. 56. Spielminute, Spielerwechsel rein aus der Saarbrücken. Für den verletzten Florian Rote Nummer 3 kommt 9 Spiel mit der Nummer 14 Michael Plötzer. Ein Stürmer also für einen Abwehrspieler, was nicht ohne Folgen bleiben sollte. Und dann diese Szene, Abschlag Jarecki, Thomas Epp dazwischen und ein Tor. Doch Schiedsrichter Osmars erkennt es nicht an, obwohl in Bremen unlängst Manfred Burgsmüller auf gleiche Art und Weise einen Treffer erzielte, der Anerkennung fand. Ein astreines Tor und Schiedsrichter Osmars musste nach dem Spiel auch wegen anderer äußerst strittiger Entscheidungen mit Polizeischutz aus dem Stadion geleitet werden. Die 65. Minute, Dirk Hielscher, Alfred Wahlen kann noch abklatschen. Hielscher spielte heute übrigens auf der Position von Dirk Kupe. 4 Minuten später die 69. Minute, Venati Fuhl auf Thomas Epp. Der legt quer auf Michael Kretzer und der steht sträflich frei. Das 2:2, der Ausgleich. Nochmal die Zeitlupe, die Vorarbeit von Thomas Epp. Pasulko schlägt neben den Ball. Und Kretzer, der sträflich frei steht, hat keine Mühe einzuschießen. Eine Viertelstunde vorher war er für Gothe eingewechselt worden. Er bedankte sich mit seinem 7. Saisontreffer. Und jetzt stürmte nur noch eine Mannschaft, das waren die Saarbrücker. Langer Ball auf Anthony Yeboah. Und mit einem Reflex kann Torhüter Jarecki noch einmal retten. Bei ihm wechselte sich heute Licht und Schatten andauernd ab. 7200 Zuschauer sahen heute ein hochklassiges Zweitligaspiel mit viel Tempo und mit viel Kampf. Und diese Dame schien das Ergebnis der folgenden Szene schon vorauszusehen. Freistoß natürlich über Knoll. Und in dem Riesengewühle verstehen sie Saarbrücker einfach nicht, den Ball nochmal im Netz unterzubringen. Sie hatten den Sieg auf dem Fuß, konnten aber nichts draus machen. Es blieb am Ende beim für Köln glücklichen 2:2 in einem guten Spiel, dessen viele Torszenen allerdings zum Teil aus ungenügenden Abwehrleistungen resultierten. Die Ergebnisse der zweiten Liga vom 34. Spieltag: Unterhaching Hannover 0-0, Wattenscheid Kassel 2-0, das war wahrscheinlich auch der Aufstieg für Wattenscheid. Aachen Hertha wie gesehen 1-1, Saarbrücken haben wir ebenfalls gezeigt. Dann Meppen gegen Schalke, 2 beide. Rot-Weiß Essen, Darmstadt 1:0. Braunschweig, Münster 1:2. Eintracht also weiter in der Krise. Blau-Weiß 90, Duisburg 3:0. Freiburg, Stuttgarter Kickers 2:0. Dabei gab es einen Platzverweis für den Stuttgarter Schüler. Und Osnabrück, Bayreuth 0:3. Der erste Auswärtserfolg der Bayreuther in dieser Saison. Die Tabelle sieht folgendermaßen aus. Auf Platz 1 und in der ersten Liga Hertha BSC. Dann Wattenscheid, wie gesagt, so gut wie aufgestiegen auf Rang 2. Dann um die Relegation streiten sich Saarbrücken und Stuttgarter Kickers. Bei Schalke machen wir mal 3 Fragezeichen dahinter. Dann das Mittelfeld von 6 bis 12, also von Rot-Weiß Essen bis Meppen. Und die Abstiegszone, sie fängt wohl schon beim 13. bei Freiburg an und reicht runter bis Kassel, Aachen und Unterhaching. Ja, das war Anpfiff am Tag der Arbeit am 1. Mai. Für einige der abstiegsbedrohten Vereine, da kommen noch harte Wochen der Arbeit, des Zitterns und des Hoffens. Anpfiff gibt es wieder am Samstag. Ich kann Ihnen jetzt schon ein volles, interessantes, spannendes Programm versprechen. Und wenn Sie morgen früh noch einmal Lust auf Bundesliga haben, dann empfehle ich Ihnen unser Frühstücksfernsehen. So um 7 Uhr wird da noch einmal eine Zusammenfassung des Spieltages und ein Ausblick
aufs Wochenende gezeigt. Ich verabschiede mich, bedanke mich für Ihr Interesse. Ciao. Auf einem der größten Computer. Der neue Opel Vectra 2000. Sein 16V-Motor mit 110 kW, 150 PS. Sein serienmäßiges ABS und sein intelligentes Fahrwerk machen ihn zum Vectra der Vectra.